Shalom, liebe Freunde. Ich vermute, dass Sie können solche Menschen, die Probleme haben in ihrem Leben, und nicht nur die Probleme haben, die wissen, jemand, der kann sie auch Hilfe geben. Aber sie werden nicht wenden an diese Mensch. Warum? Weil die sind Herr Doktor oder Herr Professor oder manchmal auch Herr Rabbiner. Und ich soll an ihm wenden. Er ist zu Vergleich zu mir, er ist so ein ganz normaler Mensch. Aber er hat doch eine Lösung für Sie. Nein. Warum spreche ich über dem? Weil am letzten Samstag in meiner Synagoge, und wie manche von euch wissen, es gibt so eine jüdische Tradition, jeden Samstag einen Tora-Abschnitt zu lesen. Ein Abschnitt von unseren 5 Büchern Moses. Und danach liest man noch ein Kapitel von unseren heiligen Propheten. Letzten Samstag haben wir Kapitel 11 in Richter, haben wir gelesen über die berühmte Geschichte mit der Tochter von Jiftach. Was war mit Jiftach? Der hat einen Krieg geführt gegen die Söhne von Ammon und er wollte Erfolg haben. Dann hat er versprochen, so man nennt das eine Gelübde, dass derjenige, was wird rauskommen aus seinem Haus, wenn er wird zurückkommen, gesund und stark, er wird dieses Objekt als Opfer bringen. Zum lieben Gott. Was war zum Schluss? Wer kam raus? Seine einzige Tochter. Was hat er mit sie auch zum Schluss gemacht? Sie ist ledig geblieben bis ihr letzter Tag. Sie hat nie geheiratet. Und das war ein großer Verlust. Nicht nur für seine eigene Tochter, dass sie konnten keine Familie gründen und keine Liebe haben in ihrem Leben, nur auch für Jiftach selbst, weil sie war sein einziges Kind. Die Talmud bringt eine sehr schreckliche Sache. Talmud sagt so, dass Jiftach konnte sich selbst freilassen von diesem Gelübde. Wieso? Es gibt so ein Gesetz in Tora. Wenn du eine Gelübde machst und du bemerkst später, das ist zu kompliziert, bedeutet, hätten sie früher gewusst von diesen Problemen, hätten sie, wie man sagt, 100% diese Gelübde nicht gemacht, dann der große Priester kann euch freilassen von dieser Geschichte. So sagt die Talmud, Jiftach konnte an den großen Priester damals, der sein Name war Pinchas, er konnte an ihm wenden und eine, wie sagt man, soll er ihm freilassen von dieser Geschichte. Aber Jiftach war so stark mit Stolz, sagte ich, der große General, soll ich an den Priester wenden? Gegenüber Pinchas wusste doch von dieser Situation. Und er wusste, das ist gut, wenn er wird an Jiftach wenden und diese Möglichkeit anbieten, ihn freizulassen von dieser ganzen Geschichte. Aber der Pinchas muss einfach mit Jiftach sprechen. Aber sagt die Talmud, Pinchas sagte, ich, der große Priester, der Sohn von der großen Priester von früher, soll ich mit diesem General sprechen, der von keiner tollen Familie kam, wie sie wissen, manche von euch wissen, wie die Propheten erzählen. So, er ist auch zu Hause geblieben. Was bedeutet? Beide, Jiftach und Pinchas, wussten genau die Lösung. Aber ihre Stolz hat sie zu Hause verlassen. Was war zum Schluss? Das hat gekostet. Nicht Geld, aber einfach Leben von einer tollen Tochter. Sie konnte nie heiraten. Okay, die Talmud erzählt, dass beide wurden auch am Ende bestraft. Pinchas hat wegen dem seinen Heiligen Geist verliert und auch Jiftach mit seinem Grab war ein Problem. Aber der Punkt ist nicht die Strafe, was sie haben bekommen. Der Punkt ist, schauen Sie, zwei große Menschen, der große Priester, war kein einfacher Mensch. Der große Priester
der große General, Yiftach. Aber ihr Stolz hat sie einfach kaputt gemacht. Was ist wichtig für uns, wenn sie eine Probleme haben in ihrem Leben? Und manchmal, wir haben Probleme. Wir leben so in einer Welt von Problemen. Aber fast vor jedem Problem gibt auch eine Lösung. Aber manchmal, du selbst kannst das nicht in die Realität bringen. Du musst mit jemandem sprechen, der weiß, welche Lösung kann dir helfen. Dann einfach sprich mit ihm, auch wenn er ist kein großer Mensch. Auch wenn du bist ein großer Professor, ein großer Herr Doktor oder Herr Rabbiner. Aber wenn jemand kann dir helfen, wenden Sie an ihn. Und fragst du bitte vor Hilfe. Und lasse sie nicht deinen Stolz, dein eigenes Leben zerstören oder die Leben deiner Familie zerstören. Bitte wenden Sie an Ihre guten Freunde, wenn Sie ihnen Hilfe anbieten können. Alles Gute.